Hallo, liebe Deutschlernende. Dies ist wohl eines der schwersten Videos, die ich jemals mache. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von einer Zuschauerin, die gesagt hat, dass sie sich umbringen wollte und ein Video von mir gesehen hat. Und da ich immer viel lächle, hat sie ihre Meinung geändert und hat sich nicht umgebracht. Der Rest ist natürlich vertraulich, was sie mir geschrieben hat, aber es war für mich eine sehr bewegende E-Mail und ich habe ihr zurückgeschrieben, dass es immer besser wird. Es wird immer besser. Und ich weiß das auch aus Erfahrung. Ja, ich weiß das aus Erfahrung. Ich hatte in meinem Leben sehr viele Schwierigkeiten. Ja. Ich meine, ich möchte mein Leben nicht mit ihrem Leben vergleichen oder mit deinem Leben und so weiter. Aber es gab schon sehr schwierige Momente. Ich hatte im ersten Teil meines Lebens sehr, sehr niedriges Selbstbewusstsein. Ich dachte wirklich, ich wäre nicht viel wert. Ja? Und ich konnte mich nicht wirklich ausdrücken, emotional, ja? Weil ich gemobbt wurde und weil ich nicht die Aufmerksamkeit und emotionale Verbindung von meinen Eltern bekommen habe, die ich gebraucht hätte, um mit verschiedenen Dingen klar zu werden. Und deswegen dachte ich wirklich, ich wäre nicht viel wert. Ich dachte, ich würde gerade noch so irgendwie einen Job finden und dann ein ganz langweiliges Leben führen. Und ich dachte, ich verdiene auch nichts. Also ich verdiene keine Aufmerksamkeit, ich verdiene nicht viel von anderen Menschen und so weiter. Und damit hatte ich zu kämpfen. Ja. Und ich habe übrigens auch sehr viel getrunken, als ich Teenager war. Ja, war ich immer sehr betrunken und ich hatte auch Probleme damit, dann später, wie soll ich das ausdrücken? Ich hatte Probleme damit, die richtige Art von Liebe zu bekommen, ja, anstatt sie in Sex zum Beispiel zu suchen, ja, sondern stattdessen richtige Liebe zu bekommen. Ja, das war sehr schwer für mich, diese Unterscheidung. Und das resultierte natürlich auch in sehr viele destruktive Verhaltensweisen. Ja, die destruktive Verhaltensweise ist natürlich der Selbstmord. Und ich erzähle dies, um dir klarzumachen, dass wenn du gerade in einer richtig schlechten Situation bist, ja, dann weißt, dass es immer besser wird. Es wird immer verdammt nochmal besser. Ja. Wie gesagt, ich möchte nicht meine Situation mit deiner vergleichen, aber ich war in einer sehr schlechten Situation und jetzt, und ich hatte sehr niedriges Selbstbewusstsein und jetzt bin ich jemand, der lächelt, ja, der viel lächelt. Also die Leute sagen mir das oft, hey Marco, du hast ein schönes Lächeln, du lächelst oft und so weiter. Und ich kann jetzt viel lächeln, ja? Ich habe jetzt ein schönes Leben, ich habe ein glückliches Leben, ich habe genug Selbstbewusstsein, dass ich mich selbst filmen kann und dies der Öffentlichkeit zeigen kann. Ja? Ich meine, früher, da wäre mir das nicht im Traum eingefallen, so etwas zu tun, ja? Mich der ganzen Öffentlichkeit zu zeigen. Ja? Und auch viele Leute, die durchschnittliches Selbstbewusstsein haben, die würden das auch nicht machen. Ja? Also ich habe viele Bekannte, die sagen, nee, ich möchte nicht im Bild sein. Ja? Ich möchte nicht vor der Kamera stehen. Ja? Und ich meine, muss man auch nicht machen, aber der Punkt ist nur, ich war früher hier und jetzt bin ich da. Ja?
Und eigentlich alle Leute, die eben nicht den Selbstmord gewählt haben, denen ging es besser. Auch wenn sie jetzt nicht im Paradies sind, glücklich, also Paradies auf Erden sind und total strahlen, vielleicht nicht, aber wenn es dir sehr dreckig geht, dann kann es ja nur besser werden und es wird besser. Du denkst vielleicht, dass es nicht besser wird, aber es wird wirklich besser. Wir haben diese Illusion, wenn wir in einem Loch stecken, wenn es uns richtig schlecht geht, dann haben wir diese Illusion, dass es immer so bleiben wird. Aber es wird eben nicht immer so bleiben. Es wird besser. Und ich hoffe, dass dieses Video Leute erreicht, die vielleicht auch, also dass ich vielleicht mehr Leute retten kann. Also es war auch echt eine Überraschung, diese E-Mail. Ich habe davon schon gehört von anderen YouTubern, ja, dass die auch so eine E-Mail bekommen haben, dass sie Leute aufmuntern konnten, ohne es überhaupt zu wissen, dass sie Leute retten konnten, ohne das überhaupt zu wissen. Und ich meine, ich bin froh natürlich, dass ich diese Person retten konnte, zumindest teilweise, ja, also zumindest teilweise ein bisschen inspirieren konnte, das nicht zu tun. Und auch ein paar Zeilen zu schreiben, zur Aufmunterung, ja, zum Beispiel, was mir geholfen hat, zu teilen. Ja. Also was mir geholfen hat damals, sind einmal die Menschen, ja, also gute Menschen. Ja. Also oft, wenn wir in einer sehr, sehr schlechten Situation sind, dann liegt es auch daran, dass die Leute, die uns umgeben, nicht gut für uns sind. Ich meine, damals, als ich gemobbt wurde in der Schule, da waren natürlich meine Mitschüler ganz klar nicht gut für mich. Ja? Und sobald ich aus der Situation raus bin, in einer anderen Situation war, wo die Leute viel besser waren, ging es mir besser. Ja? Also einmal zu wissen, welche Personen sind gut für mich und welche nicht und dann rigoros die Leute, mit den Leuten nicht mehr zu sprechen oder sich von den Leuten zu entfernen, die wirklich nicht gut für einen sind. Und das kann auch die eigene Familie sein. So kontrovers das für manche auch ist, aber es kann die eigene Familie sein, die nicht gut für einen ist. Und man muss sich Leute suchen, die gut für einen sind, die einen helfen, ja. Die hilfsbereit sind, die empathisch sind. Das ist, was mir geholfen hat. Ja. Dann hat mir Alice Miller sehr geholfen, die Autorin, die Psychologin Alice Miller. Sie hat sehr hilfreiche Bücher geschrieben und sie hat auch eine sehr hilfreiche Webseite, alice-miller.com. Das war eine sehr gute Ressource für mich. Noch mehr war es eine gute Ressource für meinen Mentor. Und mein Mentor hat mir sehr viele ihrer Weisheiten beigebracht oder sehr viel von dem erzählt oder sehr viel von der Empathie gegeben, die Alice Miller beibringen kann. Ja, und auch Selbstempathie, die Alice Miller beibringen kann. Ja, das Dritte, und das würde ich jedem empfehlen, war meine Therapeutin. Ja. Meine Therapeutin hat mir enorm geholfen. Ja. Und das ist auch, ich meine, wenn du in einer schlechten Situation bist, dann suche dir eine Therapeutin. Manchmal ist es nicht einfach, eine empathische Therapeutin zu finden. Also gehe zu mehreren Therapeutinnen oder Therapeuten, gehe zu den Erstgesprächen, ja, man kann immer ein Erstgespräch um ein Erstgespräch bitten, ja, also Therapeuten machen einmal ein Gespräch mit einem, um zu schauen, ob man zusammenarbeiten kann und dann kann man entscheiden, ob man längerfristig bei der Therapeutin oder bei dem Therapeuten sein möchte oder nicht. Das heißt, mein Rat ist, wenn es geht, wenn du genug Kraft hast, dann gehe zu mehreren Therapeuten,
suche dir aus, welche Therapeutin oder welcher Therapeut hat dich am meisten verstanden, welcher Therapeut hat dir am meisten Empathie gegeben, bei welchen Therapeuten hattest du ein gutes Gefühl, und dann gehe zu diesen Therapeuten. Und Therapeuten müssen nicht unbedingt Geld kosten. Wenn du zum Beispiel Student bist an einer Universität, dann stellt die Universität Therapeuten für dich kostenlos zur Verfügung. Oder wenn du Krankenversicherung versichert bist, ja, die meisten Krankenversicherungen in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern bezahlen den Besuch bei einem Therapeuten. Ja. Und ich meine, wenn man, also manche Leute haben diesen Widerstand, zu einer Therapeutin zu gehen, vielleicht weil sie Therapeuten nicht vertrauen, vielleicht weil es immer noch ein gewisses Stigma gibt, Therapeuten aufzusuchen, weil man denn vielleicht zugeben muss, dass es nicht ganz so gut läuft. Ich denke, es ist nichts Schlechtes, sich Hilfe zu suchen. Ja? Man sollte sich Hilfe suchen. Und wenn irgendwas, wenn ich irgendeine handwerkliche Tätigkeit nicht machen kann, dann suche ich mir einen Handwerker. Ja, wenn ich singen lernen will, dann suche ich mir eine Gesangslehrerin und so weiter. Also warum suche ich mir nicht einen Therapeuten, wenn es mir seelisch schlecht geht? Ja, das hat unglaublichen Wert und das empfehle ich allen. Und ja, wenn du dieses Video entdeckt hast, weil du selber in einer solchen Situation bist und darüber nachdenkst, dich zu töten, dann tu es nicht. Tu es nicht. Okay. Schau dir eventuell dieses Video an, wenn du Mut brauchst. Aber tu es nicht, es wird wirklich besser, ich verspreche dir. Eine Sache, die mich auch sehr inspiriert hat, ich habe einen Podcast gehört, wo der Podcast-Machende, der Moderator meinte, du kannst dir nicht vorstellen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ja? Du bist in dieser Situation und du verbesserst dich vielleicht jeden Tag ein kleines bisschen, aber wenn du auf der anderen Seite bist, ja, wenn du in einer Situation bist, wo es dir wirklich gut geht, wo du das Gefühl hast, du kennst dich selbst, du weißt, was du brauchst und du weißt, wie du es bekommen kannst und du bist sehr selbstempathisch und du bist mit dir selbst im Reinen, du fühlst dich gut. Das kann man, dieses Gefühl kann man gar nicht vermitteln. Ja? Also alle Leute, die nicht in dieser Situation sind, ja? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht 100% vielleicht da, aber ich bin sehr nah an diesem Ideal, was ich selber für mich sehe. Ja? Dieses so Selbstbewusstsein, mit sich selbst im Reinen sein, Selbstempathie haben und so weiter. Das fühlt sich so wahnsinnig gut an. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht in dieser Situation ist. Ja? Also wenn du gerade in einer Scheißsituation bist, ey Mann, es wird besser. Glaube mir, bitte, glaube mir, es wird besser. Okay? Also, tu nichts, was du später bereust, oder noch schlimmer, gar nicht bereuen kannst, weil du gar nicht mehr da bist. Also, such dir Hilfe. Schreibe Tagebuch. Schreibe nieder, was dich bewegt. Habe Selbstempathie. Ja, also all dies hilft enorm. Und
Danke fürs Zuschauen und du schaffst das. Es wird besser. Tschüss.